Und als wir schweigend saßen, da an unser Ohr kam von jenseits der Tür ein Laut, das unser Blut gefror. Worum geht es in diesem Stück? Es geht irgendwie um Bert Brecht. Es geht vielleicht vorher noch um Bert Neumann, den Bühnenbildner, der spielt eine große Rolle an diesem Abend. Es geht um das Antigone-Modell von Brecht 1948, das hier am Schauspielhaus uraufgeführt werden sollte. Und dazu kam es ja nicht und dann ist das in Kur passiert. Also es geht um vor und hinter den Kulissen vor allem. Es geht um vor und hinter den Kulissen, es geht um Probe, um Vorstellung, es geht um Versuch und Irrtum. Es geht um eine ununterbrochene Selbstbefragung von Schauspielern auf einer Bühne und genau, Reflexion von Theaterarbeit. Ich frage mich immer, wenn ich so einen Chor auf der Bühne sehe, ich meine, ich frage mich überhaupt, wenn ich irgendjemanden auf der Bühne sehe, warum ist der da? Na Gott sei Dank, lassen Sie sie los, ihr fehlt nichts, lassen Sie sich. Das ist fantastisch, dass wir damit nach Chur gehen. Ist, nein, für mich es erfüllt sich ein bisschen so ein, es klingt jetzt sehr kitschig, ich weiß, es ist schwer zu erklären in so kurzen Worten, aber hier sowas wie ein Traum vom Theater, weil ich wohne da oben drüber, über der Bühne. Denn als ich hier das erste Mal das Bühnenbild auf der Bühne hier im Pfauen gesehen habe, da schwingt alles mit, was man weiß über die Emigranten, die hier gespielt haben. Ja, da haben sich ja, wie man weiß, ganz Europa hat sich hier getroffen, hat hier gespielt und Regie gemacht und das ist ja alles in diesem Raum irgendwie vorhanden und das ist natürlich jetzt auch nochmal mit dem Bühnenbild vorhanden, das Bert Neumann ja gemacht hat nach einem Modell von Caspar Neher für diese Antigone-Aufführung 48. Bert Neumann hat als Student in der Akademie das Modell, das tatsächliche Bühnenbildmodell, restauriert und kannte es von daher sehr gut. Und es war sozusagen ein Ansatz, in irgendeiner Weise, dem, wenn schon nicht dem Stück, so doch dem Bühnenbild hier zu seiner Uraufführung zu verhelfen. Also eine Besonderheit, die sich durch die ganze Arbeit zieht, ist, dass sozusagen das Bühnenbild und die Besetzung zuerst da sind, vor jedem Gedanken. Also das ist kein Autor und Regisseur, der zu Hause sitzt und sich etwas ausdenkt und dann Schauspieler sucht, die das jetzt spielen, was er sich vorstellt. Herrgott, warum wollt ihr denn unbedingt einen jungen Mann spielen? Das seid ihr doch! Ihr seid doch ein junger Mann! Da gibt's doch gar nichts zu spielen! Den Zuschauer erwartet mit Bühne frei für Miklefczi, glaube ich, einen Theaterabend, wie ich ihn wirklich gerne mal sehen würde.